Vom Strand gehen wir nun in diesem Part ins Meer. Und damit willkommen zurück. Willkommen zurück, Leute. Wir waren im letzten Part gestern am Strand unterwegs, haben das Meer freigeschaltet. Und wir haben auch schon Vulkan freigeschaltet, aber da gehen wir noch später hin. Wir gehen jetzt erstmal zum Copia Riff. An diesem Korallenriff vermischt sich der Klang von Wellen mit Gesang. Oh, das hat sie super angehört. Yes. Wir müssen auf jeden Fall in Zukunft nochmal zum Strand zurück. Wir müssen halt allgemein nochmal in Zukunft nach der Story, denke ich mal, öfter mal zurück. Wir brauchen bessere Fotos. Das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Wir sind zum Riff gekommen, ne? Warum starten wir nicht unter Wasser? Und Toido. Und Finneon. Kannst du was essen? Isst du Äpfel? Oh. Oh, sieht einfach wunderschön aus, das Spiel, ne? Oh, Wingull! In seiner natürlich unnatürlichen Position. Ups. Ah, hat er nicht gemocht. Oh, oh. Dim-d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 im. Er sieht halt auch so aus wie so ein durchgetrennter Hai, ne? Mit Max Äpfel? Hallo, schmeißt du ab? Danke. Wow. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Oh. Konnte er eventuell jetzt raus? Ey, ich Carpador, echt jetzt? Das hatten wir auch im Vulkan, im Tal von Pokémon N64. Ach komm, erzähl mir dann jetzt, dass da nur ein Carpador rauskommt. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Wow, dieses Carpador ist richtig hochgesprungen. Spring nochmal. Oh, das ist so cool. Es muss da was anderes geben. Wow. Oh mein Gott. Entschuldigung. Alter, du Dicksäcker, ihr müsst das mal mit Kopfhörer anhaben. Dreh dich um. Oh mein Gott, ey, ja. Oh, mach mal, macht Sport. Von mir aus? Die jaulen aber auch, ne? Und Möwen höre ich bei mir tagtäglich. Deswegen geht mir dieses Geräusch eher auf den Sack. Okay, ganz am Ende erst. Dann gehen wir mal hier lang. Castella. Ist hier irgendwas Besonderes? Hat er was gegessen? Ey! Spuck den Gufa wieder aus. Das ist immer Blue Hole. Ja, ich zeig dir mal was. Hörst mal auf, Pelipper, man isst keine Gufas. Gufas sind vom Seeigel von Seegurken inspiriert, ne? Wie isst man? Isst man Seegurken? Ich würde keine Seegurken essen. Also hier jetzt im offenen Wasserplan sehe ich nichts, ne?
Nee, hier im offenen Wasser sehe ich gar nichts. Hörst du auf, spuck den aus. Wieso essen die die? Das ist nicht nett. Da hinten sind wir mal Corazon. Aber hier ist doch hier war doch schon das Ende, oder nicht? Ich hatte irgendwo das Ende eben schon gesehen. Aber anscheinend noch nicht. Anscheinend geht es noch weiter, viel weiter. Oh doch, da war das Ende. Hä, hab ich das eben übersehen? Okay, aber wir müssen ja noch links lang. Wir müssen ja noch links lang. Ja? Das war das Riff. Ja, super. So, dann zeig ich mal her. To Hydro. Sehr gut. Mhm. Ja klar, besser als das davor, ne? Naja. Ey, komm, das Carpador springt. Aber ziemlich hoch. Mhm. Ach komm, das hätte Diamant sein können. Pelika. Maromai. Ja, ich bin der Meinung, gibt es noch bessere, aber wenn er meint halt, ne? Wenn er halt meint, Castella, klar. Ich glaube, damit dafür müssen wir links lang. Ach, das war ein Gufer. Wie er gerade rausgespuckt wird. Okay. Reicht das aus? Ja, sollte ausreichen. Ja, guck mal. Oh, das ist ein neuer Fossil-Level erreicht. Halt deine Augen offen. Mache ich schon. Blue Hole. Okay. Übrigens, ein paar Neuigkeiten für mich. Ja, dann erzähl mir gleich mal, Professor. Neue Aufträge natürlich. Viele Aufträge. Ob ich die alle mache, weiß ich nicht. Das ist voll viel. Ich habe schon Lust, die zu machen, aber ich weiß nicht, ob das halt Let's Play-Freund die ist. Wie lange sollt ihr denn Let's Playen? Dann sitze ich denn hier für einen Part und schaffe vielleicht eine Herausforderung. In 20 Minuten. So, was habt ihr denn für mich? Professor, es sind alle versammelt. Danke, Rita. Dann wollen wir mal. Ich habe einen neuen Teleportierpunkt entdeckt. Schon wieder? Aber... Jo, sag uns wo. Er befindet sich am Meeresgrund. Am Meer ist abgefahren. Aber das Neo One wurde nichts fürs Tauchen gemacht. Oh nein. Deswegen habe ich es umgebaut, damit ihr euch auch unter Wasser begeben könnt. Menno, erschreck uns doch nicht so. Boah, ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Macht euch bereit, der Meeresgrund wartet. Wir begeben uns unter Wasser? Das wird interessant. Ja, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wir waren noch nicht auf der anderen Seite. Neues Gebiet verfügbar. Wie viel Wasserlevel gibt's denn hier? Gut. Ja, jetzt müssen wir links lang, ne? Trotz Tipps Hintergrund. Wenn du ein Pokémon von einer besonderen Hintergrund fotografierst, wirkt sich das positiv auf deine Punktzahl aus. Ach so, im Hintergrund auch, okay. Gut, jetzt verhalten wir uns gleich links, ne? Aber hier müsste sich etwas Neues sein. Und dann sehe ich gleich zu zwei Eintonheide, was da ausflippt. Da ist nichts. Oh mein Gott, wie viele sind hier? To Hydro. Halt. Der hat ein Dings gefressen. Shiggy! Ey, lass Schickel in Ruhe. Hier, esse. Entschuldigung, dass ich dir am Kopf geworfen habe. Wieso guckst du so traurig?
Oh. Wahrscheinlich sein, dass sein Freund hier gejagt wird, ne? Kommt hier mal was anderes raus? Ja, ich konnte irgendwas scannen. Komm, komm, da muss was anderes rauskommen. Nicht? Nur ein Carpador? Hab ich ein toll. Das Wingo ist besoffen. Alter, das ist immer noch gewaltig, ne? Was mit den Strudel aufsetzt, weiß ich aber auch nicht. Oh, da ist sogar noch ein zweites. Hat er seinen Kumpel gerufen. Ey, hier ist ein Verrückter, der uns fotografiert, ey. Wir müssen unser Bestes geben. Er füttert uns auch mit Äpfel. Ich habe voll Respekt vor die Riesendingern, ey. Da oben ist ein Nest. Entschuldigung. Hier, willst du einen Apfel? Na? Nee, okay. Oh, wie süß. Einfach. Soll ich mal Weilord? Pelipan. Boah, dieses Gejaule, Alter. Halt doch mal die Backen. Das ist ja unfassbar nervig. So, jetzt müssen wir uns eigentlich entscheiden können, ne? Ne, wir bleiben hier. Der hat uns zugewunken. Das ist Kurosa in Ruhe. Kann man das Kurosa dann irgendwie helfen? Völlig bewegungsunfähig, weißt du? Ach, hier ist schon das Ende? Okay, schade. Äußerst schade. Aber gut, immerhin haben wir ein paar Fotos gemacht noch. Ja, jetzt zeig ich mal hier. Was sind die besten? Ich weiß, wir können schon ins nächste Gebiet, ne? Aber muss das sein? Ich will immer pro Part mindestens ein Gebiet haben, ne? Sehr gut, Wingull. 4 Sterne, weil er den Dings frisst. Oder mit nach Hause nimmt. Also entführt, Entschuldigung. Ja, das Shigi geht auf jeden Fall besser. Mantax. Naja. Oh, wir haben einen Auftrag erfüllt. Gucken wir gleich. 4 Sterne. Mach mal. Ja, guck mal. Da ist sogar noch ein anderes Pokémon mit drauf. Sogar 2. Goofa. Ja, es hat aber gewunken gehabt, ne? Oh, sogar besser. Sehr gut. Und das war's. Schreibt mir, kriegen wir, reicht das für Punktzahl aus? Ich glaube nicht. Nein.
Aber wir gehen nochmal zum Basiscamp, denn wir haben einen Auftrag erfüllt. Da möchte ich gerne mal gucken, und ob wir da eine Belohnung bekommen für. Ich meine, es wird nichts Besonderes sein. Es ist vielleicht höchstens ein Rahmen oder irgendein Sticker oder so. Aber immerhin gucken wir mal genau, sehen wir dann genau, was für einen Auftrag wir erfüllt haben, ne? Und zwar haben wir erfüllt. Können wir irgendwie ganz... Genau. Ah, wir können ja sowieso sortieren. Warte mal, Moment. Nein. Erfüllt. So. Samtapfel tauchen. Pelipper fliegen. Pelipper fliegen manchmal nah an der Meeresoberfläche. Doch, was bewegt sie dazu? Ja, sie richtig. Sie fliegen ganz knapp über Wasser, wenn sie auf Nahrungssuche sind. Das Meer... Ja, das sind Sachen, die wir sowieso ausprobieren, die ich sowieso ausprobieren will. Dementsprechend, gut. Gehen wir mal in eine andere Richtung lang. Ich will ja, wie gesagt, ein Ort pro Part machen, mindestens. Und wenn ich denn... Komm, isst du was? Ich will wissen, ob du... Das sind so viele. Wow. Ich wusste es. Dieses Wingul. Ist aber, kann da was drin sein? Ich glaube nicht, ne? Es muss besseres Schigli-Foto her. Oh, es ist so traurig. Aber ich wollte eigentlich noch... Ich kann nichts mehr ändern. Ich kann leider nichts ändern. Diese armen Schiggis. Ach komm, da ist doch echt nur ein Carpador. Ach, die Mantax. Wie dieses Riesending einfach rumlegen ist, Alter. Das ist unfassbar. Ach, gehen wir jetzt hier rum? Wie, was? Warum? Ich habe gar nichts geändert. Warum? Auf einmal gehen wir hier rum. Wir sind vorher auf der anderen Seite lang gegangen. Wieso blockiert uns jetzt den Weg? Warum? Isst du die Äpfel? Komm, isst die Äpfel. Wenn man ranzoomt, da erkennt man quasi gar nichts, ne? Wo will er hin? So Gejaule, ne? Der dreht Engel um. Hä? So. Jetzt bitte hier lang. Kufa.
Wie kriege ich den ins Wasser? Diese Engel, die Engel sehen nicht schon niedlich aus, ne? Hä? Was? Habe ich den Kufa erwischt? Ich weiß es nicht. Ja. Du dummes Tier, du. Schnauze. Also echt mal. Hä? Also es scheint nicht jetzt unbedingt mehr zu geben, ne? Klar, wir müssen halt doch Punkte holen. Aber das kriegen wir ja wohl irgendwie hin, ne? Ich vergesse mal die Flöte. Ich vergesse mal die Pokeflöte zu benutzen. Beziehungsweise das Radio quasi. Vielleicht kommen da noch ein paar Sachen zustande. Das vergesse ich halt wirklich sehr gerne. Aber immerhin, guck mal da. Da sind noch ein paar Fotos bei gewesen. Also nicht völlig umsonst gewesen hier die Route. Zwei Sterne Finion. Das ist alles besser. Na, wenn du das sagst. Okay, das ist voll. Mhm. Sogar besser. Und was mit dem Goofa? 4 Sterne. Auftrag erfüllt sogar. Also alles besser. Okay. Reicht das jetzt mit der Punktzahl? Das weiß ich nicht. Es reicht für ein Level Up. Sehr gut. Da habe ich das zumindest auch an diesem Part geschafft. Bevor wir dann im nächsten oder irgendwann andermal dann mal zurückgehen, dann haben wir dann direkt was Neues. So, ich möchte jetzt gucken, was das für ein Auftrag war. Ob wir was dafür bekommen. Wirf Pokémon Samtäpfel zu. Manchmal essen sie diese oder lassen sie dadurch an eine andere Stelle locken. Mit dem Cursor und B drücke Ziele mit dem Cursor und drücke B um. Ja, ihr wisst schon. Da. Und was kriegen wir dafür? Wir kriegen Auge 3. Oh, ein wütendes Auge. Leute, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit der nächste passt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.